Hi Leute, und da ist auch schon ein weiterer Kartentrick. Was ihr dazu benötigt, ist ein Taschentuch. Aber was ihr noch gebrauchen könnt, seht ihr dann im Tutorial. Jo. Am Anfang bitten Sie den Zuschauer, das Kartenspiel gründlich zu mischen. Wenn das gemacht ist, bitten Sie den Zuschauer, ein paar Karten abzuheben. Okay. Jetzt soll er die unterste Karte des Spiels anschauen. Ich sehe sie jetzt nicht. Und jetzt soll ich sich eine bestimmte Zahl denken. Und er denkt sich die bestimmte Zahl. Es ist in diesem Fall jetzt 13. 1, 2, 3, 4. Und er zählt sie dann von oben nach unten. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und jetzt übergibt er das Päckchen dem Zauberer. Der darf sich jetzt das anschauen. Eigentlich darf ich jetzt die Zahl 13 nicht wissen, aber ich schaue mir das Ganze mal an. Ich glaube, ich habe die Karte schon, aber ich übergebe sie dem Zuschauer nochmal. Und er soll nochmal die gleiche Zahl von oben herunterzählen. Es war 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und jetzt kommt der Hit. Jetzt kann der Zuschauer das Päckchen in seine Jackentasche tun, aber das ist in diesem Fall nicht möglich. Deshalb gebe ich es unter das Tuch. Und jetzt kann ich ohne hinzuschauen die Karte vom Zuschauer herausfinden. Ich sehe das Ganze jetzt nicht, weil es ja unter dem Tuch ist. Ich suche sie heraus und diese ist es. Wie ich das gemacht habe, erfährt ihr gleich im Tutorial. Hallo Leute, da ist das Tutorial auch schon. Und ja, am Anfang kann der Zuschauer das Spiel gründlich mischen, muss er aber nicht. Aber es wirkt halt immer besser, wenn das Spiel vorher gemischt werden kann. Und ja, dann kann der Spieler ein bestimmtes Päckchen abheben. Und er soll sich die unterste Karte merken. In diesem Fall die Pik 2. Und jetzt kann er eine von sich gedachte Zahl, die man als Zauberer nicht hören kann, aber ich muss jetzt leider sagen, er wählt jetzt mal die 13 wie vorher. 1, 2, 13 Karten muss er dann von oben nach unten zählen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, und jetzt bittest du den Zuschauer, dass er dir das Päckchen überreichen soll. Und jetzt zählst du das Päckchen um. Das heißt, du legst die zweite Karte auf die erste und die dritte Karte auf die zweite und die vierte auf die dritte und das immer so weiter. Ich mach das schnell. Ups. Und wenn das gemacht ist, sagst du zum Beispiel, ich glaube, ich habe deine Karte schon eingegrenzt, aber ich will es jetzt noch schwieriger für mich machen. Und er soll wieder die 13 Karten runterzählen und in seine Jackentasche geben. Aber da ich keine Jackentasche habe, geben wir das unter das Tuch.
Und jetzt machen wir erstmal die 13 Karten runter, also von oben nach unten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, und jetzt ist die oberste Karte seine gewählte, die Big 2. Und dadurch, jetzt kann er sie in seine Jackentasche geben und du kannst wirklich wegschauen. Das, ja, und du solltest vielleicht ein bisschen rumwühlen und dass er nicht merkt, dass du die oberste Karte nimmst. Und du nimmst dann einfach die oberste Karte und das ist die Big 2. Jo, das war ein weiteres Video von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte lasst ein Abo da und gebt den Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns in weiteren Videos.